Alexander Kauderer im Einsatz. Noch nicht ganz raus aus Freiburg muss er schon das Blaulicht setzen. Ich zeig's Ihnen gerade mal schnell, damit Sie wissen, von was wir reden. Und einen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Wird zweimal angekündigt und da ist schon die Fahrerüberfahrung über die Sperrfläche. Das heißt, Sie ungefähr bei Höhe vom Überholverbot, wo es beginnt, ziehen Sie noch raus. Das war die falsche Entscheidung. Ja, das war schon überraschend, dass hier das Motorrad. Also ich habe das Motorrad erst gemerkt, als es mich überholt hat und sich vor mich hingesetzt hat. Ne? Aber da war ja völlig frei die Straße und ich bin zugegebenermaßen dann etwas über die gestrichelten Bereiche gefahren, aber es war keine Gefahr irgendwie, also ein Verzug. Der Bußgeldkatalog sieht vor, 70 Euro Bußgeld plus Gebühren, Eintritt in Flensburg. Nee, oder? Ausreden, der Motorradpolizist kennt sie alle, aber eigentlich geht's ja heute um Motorradfahrer. Kauderer zieht wieder los. Keine 10 Kilometer weiter wartet sein Kollege. Über Funk kriegt er Bescheid, dass das Videomotorrad drei Hessen im Visier hat, auf der Landstraße mit 130. Es war nur das kurze Stück halt. Das hat halt gereicht. Dann ist mal einer hinter uns mit Kamera. Ne? Also, ist okay. 7 Jahre fahre ich, nie was gewesen. Also, irgendwann ist man halt doch mal ein bisschen zu schnell. Also es geht um eine Stückle halt. 130. Wenn Sie mich kennenlernen, dann kostet es mindestens 70 Euro einen Punkt. Echt? Mhm. Das wäre ab 21. Wenn man jetzt bei 30, 31, da ist jetzt gerade die Grenze. Also, wenn Sie Glück haben, 80 Euro einen Punkt. Gut, aber im Endeffekt nur der Letzte, oder was? Ja. Ich denke, der Vorausfahrende, der hält sich ja schön an die 100, aber der Nachfahrende, der hat es dann immer ein bisschen schwer, hinter dran zu bleiben. Clemens Schwab, nächstes Mal in die Mitte hier. Die letzten beißen die Hunde. Handschlag und ein Dankeschön. Okay, dann cool, Ciao. Dann setzten die drei ihre Tour fort. Sicher nicht der große Fang, aber... Ordnungswidrigkeit war es, aber das war jetzt nicht unser Klientel. Also, das war jetzt eine kurzzeitige Überschreitung. Aber halt trotzdem bedeutend Ordnungswidrigkeit, bleibt es halt dennoch. Wenn man dann im Gegenverkehr teilweise Motorradfahrer sieht und man denkt, das wäre er gewesen, dann denkt man auch, Dann nimmt man, was man kriegen kann. Eigentlich geht es aber um die Extremfälle. Kauderer weiß um die Unterschiede. Also ich sage jetzt mal 5 km/h zu schnell, ist mein Motorrad an für sich relativ schnell dabei. Man soll es nicht tun, aber privat hat es mir auch schon erwischt. So mal damals 20 Euro, damals 30 Euro. Und auch das gehört zu seinem Job, Sicherheitstraining mit den Kollegen. Einmal im Jahr ist Vorschrift und er macht es sogar ein zweites Mal privat. Motorrad und Polizist, für ihn ist es eine Leidenschaft. Wenn es uns nicht geben würde, hätte man Krieg auf der Straße. Und das kann jetzt, das darf und kann nicht sein. Weil die Aggressivität nimmt zu, der Straßenverkehr nimmt zu. Und wenn mich als jemand als Verräter der Motorradklicke bezeichnet, dann soll das bitte machen. Ich habe da keine Schmerzen damit. Ja, ist völlig klar, dass Motorradfahrer ist ein erhöhtes Risikopotenzial. Aber ich denke, mit viel Training und mit vorausschauendem Fahren und sich an die Regeln halten, kann man das Risiko minimieren. Es ist gefährlich, keine Frage. Aber dagegen steht halt der Spaß. Der Jagdtrieb? Täter möchte man schon dann erwischen, die schwere Verkehrsverstöße begehen, die möchte man natürlich anhalten. Dann muss man immer abwägen, wann höre ich auf, wann ist das Risiko für mich und für andere zu groß. Und das ist immer so ein, ja, das ist eine Gratwanderung. So wie hier am Schluchsee. Erst ein gefährliches Überholmanöver und dann geben sie richtig Gas. Zwei Schweizer. Das Klientel, was ich meine. Sie kommen ja nach Deutschland, weil sie es hier noch relativ leisten können. In der Schweiz wäre der Geschwindigkeitsverstoß zwischen 50 und 55 km/h. Das ist schon eine definierte Rase und damit eine Straftat. Mit allen Konsequenzen. Man weiß, was man macht. Das ist die eigene Verantwortung. Hier in Deutschland ist es noch ein bisschen besser als in der Schweiz. In der Schweiz bei diesem Tempo Motorrad weg. Ja, und ich dann etwa ein Jahr zu Fuß. 7 Stunden auf dem Videomotorrad. Anstrengend war es, aber erfolgreich. Ich bin an und für sich davon überzeugt, von dem, was ich mache. Und deswegen macht es mir auch Spaß. Und die Rückmeldung, die ich von den Betroffenen kriege, denke ich, spiegelt es manchmal auch. Also, ich sag halt, wenn sich jemand bedankt, dass er einen Strafzettel kriegt, ist das für mich persönlich das meiste Lob. Und zufrieden startet Alexander Kauderer in den Feierabend.